Dieser Sturmvogel fliegt in die Wolken. Ich könnte ihn mit meinem Fokus verfolgen. Der Sturmvogel ist unberechenbar. Ich glaube, er impft die Wolken irgendwie. Eine weitere beschädigte Aufnahme auf diesem Sender. Wenn ich der Flugbahn folge, sollte sie repariert werden. Aufklärungstrupp 21 West. Heute sollte unsere Einheit den Status eines Bataillons am Pier überprüfen. Ich sah die Überbleibsel der Zivilistengarde und wurde traurig. Paschas Einheit war tot. Selbst aus der Distanz konnten wir Schwärme von Robotern erkennen. Wir mussten den Wirt oben halten, aber es war klar. Niemand hatte überlebt. Wir haben gemeldet, was wir sahen.
Als ich abends das Büro meines Vorgesetzten verließ, fiel mein Blick auf die offizielle Meldung auf Basis unseres Berichts. Sie klang ganz anders. Endurance Victory triumphiert bei Santa Monica. Die Schweine halten alles unter Verschluss. Mein bester Freund wurde in einem Fleischwolf verheizt und niemand wird es je erfahren. Wahrheit erfahren. Aber dazu ist es nie gekommen, was wohl passiert ist. Noch ein improvisierter Sender. Wenn ich seine Daten will, muss ich seiner Flugbahn folgen. Aufklärungstrupp 21 West. Wir haben das Flüchtlingszentrum bei Capitol Records passiert. Wenn man kampfbereit war, war es natürlich mehr eine Einberufungsstelle. Familien wurden auseinandergerissen. Spielt keine Rolle mehr. Das Gebäude ist jetzt eine Ruine, vom Schwarm vernichtet. Nicht als würde das USRC das jemals öffentlich machen. Tage mit der Gitarre verbringen sollen. Nicht bei der Operation Enduring Bullshit. Sache kämpfen, wenn sie die Wahrheit wüssten. Die letzten Monate müssen schrecklich gewesen sein.
einer dieser improvisierten Sender. Wenn ich der Flugbahn folge, sollten die Daten repariert werden. Jetzt geht's los! Wenn ich zu weit vom Kurs abkomme, verliere ich die Spur. Die heutige Mission führt an Griffiths vorbei. Oder Heaven's Hand HQ, dem ehemaligen HQ. Wie auch immer. Diese Sekunde hat man geschlossen. Ich kann mich erinnern, dass es ein Observatorium war. Pascha und ich waren am Wochenende vor Londras Übernahme dort. Ich wette, Londra geht es gerade echt gut. Irgendwo in einem Bunker. Oder wie die Farsine-Snobs im Weltraum. Eine Sache, die die Reichen richtig machen, sie haben immer einen Plan B. Also nahm ich mir daran ein Beispiel. Ich schnappte mir ein paar Flugschreiber aus alten Words, ein paar Notfallfunkgeräte, bastelte einen zeitgesteuerten Auslöser. Wenn ich getötet oder entdeckt und ausgeschaltet werde, wird dieses... dafür, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Sie war zu allem entschlossen. Was ist dann passiert? Dieser Sender, auf ihm befinden sich beschädigte Daten. Und er ist mit einer Flugbahn verlinkt? Vielleicht kann mein Fokus die Daten reparieren, wenn ich der Spur folge. Ich muss zu den Startkoordinaten in der Nähe aufsteigen. Okay, ich glaube, mein Fokus repariert die Senderdaten.
funktioniert, aber es gibt ein Audioprotokoll. Heute wären wir fast draufgegangen. Wir sollten Daten von großer Wichtigkeit für Zero Dawn extrahieren. Unsere Mission führte uns in die seltsame Babyklinik der Snobs in den Hügeln. Wozu braucht eine Superwaffe Infos über Embryonspeicher? Dafür wurden Soldaten, Zivilisten zu Biomasse-Slushies geschreddert. Nichts ergab irgendeinen Sinn, aber es war keine Zeit, tiefer zu graben. Der Schwarm fraß die Hügel um uns herum. Die 4., 9. und 11. MEB haben einem Titan einen guten Kampf geliefert. Haben sicher nicht viele überlebt. Niemand konnte die Wahrheit wissen. Elizabeth wusste, es war der einzige Weg. Hier ist eine beschädigte Aufnahme zusammen mit einer Flugbahn. Die Route beginnt in der Luft in der Nähe. Übernimmt bald den Rest. Dann Inland. Die USRC hat im Osten eine neue Verteidigungslinie errichtet. Jeder zwischen ihnen und den Bots ist morgen um diese Zeit so gut wie tot. Die letzte Mission beim Pangea Park. Pascha hatte eine VIP-Eintrittskarte. Dieser Trottel. Jetzt wünschte ich, ich wäre da gewesen. Wenigstens einmal. Thank you.
Jetzt ist der Park nur ein Stück Land, das wir bis aufs Blut verteidigen. Jede Menge Verluste. Jedenfalls mehr als berichtet. Mir läuft die Zeit davon. Nach dem Pangea-Park wird L.A. fallen. Und was alles noch erschwert? Ich fühle mich in der Basis beobachtet. Verfolgt. Verdächtigt. Sobald ich zurück bin, muss ich veröffentlichen, was ich habe. Die Pharaoh-Plage kam immer näher. Ha! Ich empfange ein weiteres Signal. Offenbar gibt es noch eine Aufnahme zu finden. Wenn ich die Daten des Senders reparieren will, muss ich das aus der Luft tun. Ich brauche einen Sonnenflügel. Wurde ich geschnappt. Man hielt mir eine Lampe ins Gesicht. Ein paar wütende alte Männer. Sie wussten, was ich vorgehabt hatte. Meine lokalen Laufwerke wurden zerstört, aber meine Backups haben sie nicht gefunden. Ihre Zeit war so gut wie abgelaufen. Also setzten sie ihr allerletztes Mittel ein. Eine Wissenschaftlerin namens Elizabeth Sobeck. Sie sah müde aus. Aber sie sprach die Wahrheit. Keinen geschönten Bullshit. Und ich hatte recht. Wir werden alle sterben. Aber es gibt eine Zukunft. Die Hoffnung, dass nicht alles umsonst war. Wenn Zero Dawn Erfolg hat. Wenn Enduring Victory Sobeck genug Zeit verschafft. Hier bin ich. Steuere ein Word hinter die Front. Ich kann nicht alle Backups löschen, aber ich kann verhindern, dass sie gesendet werden. Eine Selbstmordmission für die Sache. Wenn Pascha mich jetzt sehen könnte. Die Männer und Frauen da draußen werden nie erfahren, für was sie wirklich kämpfen. Doch die Wahrheit ist, wir kämpfen für die Zukunft. Auch wenn es nicht unsere Zukunft ist. Dann bis bald, Pascha. Elizabeth gab ihr Hoffnung. Und deshalb hat sie Zero Dawns Geheimnis bewahrt. Enduring Victory hielt bis zum Ende zusammen.